Hi, ich bin Jeppe. Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Kiel. Ich spiele Fußball jetzt seit 12 Jahren und es ist ein Teamwork, ein Teamspiel. Man gewinnt und verliert als Team und man kann sich immer weiterentwickeln. Das ist das Beste an Fußball. Ja, kommt mal rein. Ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Ich liebe Snowboard fahren, Mountainbike, Skate und Wakeboard fahren. Ich habe Caps in jeglicher Art. Ich stehe total darauf, wenn man gut riecht. Und es ist wie bei den Caps einfach so, dass es sehr gut ist, wenn man sein Erscheinungsbild auch verändern kann. Und das hier sind meine Klamotten. Mode ist mir sehr, sehr wichtig, weil wenn man sich immer unterschiedlich und gut kleidet, kommt man einfach besser rüber. Das ist mein ältester Bruder Stian. Er ist 19 Jahre alt. Du sitzt da nur rum, mach doch mal, mach mal die Dusche jetzt. Ich bin der Ältere von uns beiden, ich muss hier nichts machen. Ja, eben. Kontrollier dich nur. Das ist sowas wie eine Hassliebe, also zu dem habe ich mein bestes Verhältnis. Boah, mach mal ein bisschen schneller da. Aber ich würde auf jeden Fall behaupten, dass er es da auf jeden Fall gut hinkriegen wird. Auch wenn er vielleicht teilweise ein bisschen unordentlich sein kann. In der Jungs-WG versuche ich das so zu organisieren, dass ich nicht das Klo putzen muss. Na, was macht ihr? Ja, das war aber, was du gesagt hast. Ja, ist richtig. Hauptsache, ihr denkt da bei der Toilette auch den Rand mitzumachen. Immer schön vom Rand putzen, ne? Nein, das kannst du. Da musst du unten ordentlich hin und her schrubben. Ja, ihr habt ordentlich hin und her schrubben, ja? Der hier macht Lupen. Hammer, Fett, Bombe, Cut! Los. Ach ja, übrigens, das sind meine kleinen Geschwister, Lenne und Keke. Hallo. Hallo. T-Shirts. Wie weit seid ihr? Fertig. Ich weiß ja, dass du immer eigentlich so durchs Leben kommst, weil du ja immer meinst, es ist alles so easy. Aber Expresskurs Niederländisch, das nimmst du mit. Danke, Mama. Bitte. Dankeschön. Jeppe ist super spontan, der hat Lust auf neue Sachen. Und ich finde auch gut, dass der im Haushalt dann mal sehen kann, was da so zu tun ist. Ich hoffe, dass die anderen Jungs genauso aktiv sind wie ich. Dass wir als Team arbeiten, das ist in der WG auch sehr wichtig. Und dass wir einfach alles zusammen machen und echte Freunde werden.